Einen wunderschönen guten Tag, Leute. Willkommen zu einem neuen Video. Ich habe meine Jacke vergessen. Es fängt gerade an zu regnen, aber ihr seht am Titel, ich habe heute wirklich was auf dem Plan, was ich schon mal auf einer Messe gezeigt habe, was zuletzt auch auf der Messe in Dresden, wie heißt denn die jetzt? Die Florian-Messe in Dresden zu sehen war und jetzt ist das Ding gerade bei mir. Die Story dahinter ist tatsächlich etwas verrückt. Die möchte ich euch auch kurz erzählen, damit ihr versteht, warum, weshalb, wieso das so ist, damit jetzt nicht gewisse Kommentare kommen. Ihr seht am Titel, es geht um ein INEOS. INEOS ist ein Chemieunternehmen, weltweit tätig, und der Geschäftsführer dieses Chemieunternehmens war überzeugter Defender-Fahrer. Mit der Einstellung des letzten Defenders, der letzten Defender-Serie zu dem neuen Defender, dieser total aufgeblasene, hässliche Wagen, ich will ihn jetzt nicht unterstellen, dass er nicht Offroad-tauglich ist, aber so ein Ding wirkt halt einfach aufgeblasen und hat an der Kö in Düsseldorf mehr zu suchen als im Gelände. Das ist halt ein Ding, wo, glaube ich, Land Rover sich so ein bisschen in den Hintern beißt, weil die Verkaufszahlen nicht so cool sind wie das Ding vorher. Der wirkliche Offroader war das hier. Hat Milliarden von Kilometern im Gesamten zurückgelegt und viele Menschen sind, glaube ich, enttäuscht, dass es das Ding nicht mehr gibt. Genauso wie der Geschäftsführer dieses Unternehmens. Und der hat sich gedacht, ey, es gibt aktuell nur noch weichgespülte SUVs, es gibt keinen wirklichen Offroader mehr. Ich baue den besten Offroader der Welt. Hingesetzt, Pläne geschmiedet, andere Unternehmen davon überzeugt, vielleicht mitzumachen, Millionen Testkilometer zurückgelegt und dann letztendlich in Serienproduktion gegangen. Leute, es ist ein INEOS Grenadier. Das Auto steht hier im Hintergrund. Es ist etwas anders wie gedacht. Ich habe es von Luke bereitgestellt bekommen, jetzt einfach mal für 2 Tage, weil mich persönlich die Thematik auch interessiert. Eigentlich wollte ich einen China-Blauen haben, aber die haben gesagt, ey, du machst doch immer so ein bisschen Blaulicht. Deswegen steht jetzt das tolle Ding hier. Oh, da ist er im Regen. Ja. Jetzt habe ich mir das beste Wetter dazu ausgesucht. Genau, was fällt euch auf, Leute, wenn wir frontal mal anfangen? Oder meinetwegen das Ding nochmal im Gesamten betrachten? Ja, das ist ein Defender. Hm? INEOS hat sich bewusst für dieses Design entschieden, weil halt der Geschäftsführer Ewigkeiten einen Defender gefahren hat und gesagt hat, ich finde das optisch einfach cool. Grundsätzlich ist die Karosseriebauform bombastisch für den Offroad-Einsatz und somit hat er halt aus den vergangenen Jahrzehnten die Informationen gesammelt und mit der heutigen Technik vereint. Heißt, vielleicht fällt es euch auf, das wäre so eine Frontpartie, die klassisch für einen Defender ist. Wir haben aber auch eine Stoßstange vorne dran. Die ist jetzt, wäre kein Defender-Ding. Das ist dann so eine Wrangler-Stoßstange. Die ist ein bisschen weiter vorgezogen. Ich finde die optisch nicht schön, weil ich mag keine Wrangler. Das ist so ein Ding, das gefällt mir nicht. Aber ich kann mir vorstellen, dass man hier drunter, wo jetzt zum Beispiel ein Kennzeichen sitzt, beispielsweise eine Seilwinde einsetzt und somit nochmal das Ding nach vorne gezogen hat. Anders kann ich mir das nicht erklären, warum man jetzt so eine breite, nach vorne gezogene Stoßstange hat. Vielleicht... Ah, okay, wobei, erklärt sich, 3 Liter Diesel, Ladeluftkühler mussten irgendwo hin. Vielleicht musste man deswegen nach vorne bauen. Hier ist die Ansaugung für die Ladeluft. Ja, okay, ist halt eine Geschmackssache. Muss man mögen, muss man nicht mögen. Grundsätzlich finde ich das Auto, ohne Scheiß, bin da eingestiegen und habe mir gedacht, ist das geil. Allein den Sound, wenn ihr den gleich hören werdet. Weiter geht's mit der Frontpartie. Hat man schon mal gesehen. Eine Pressluftanlage, die ist jetzt nicht serienmäßig bei einem Standardfahrzeug, sondern die gibt es jetzt wirklich nur beim Einsatzfahrzeug, ist ja auch logisch. Motorhaube. Ja, das ist die Frage, ne? Ist es jetzt eine Defender? Ich kenne die Defenders jetzt nicht so gut, aber wäre es so eine Bauform Defender? Ich würde eher sagen, da geht in Richtung G-Klasse. Wrangler, Defender, G-Klasse. Mischung. Und eine kleine Frontscheibe ohne dicken, fetten Rahmen, komplett eingeklebt, somit also keine Korrosionsangriffsfläche wie bei den vergangenen Fahrzeugen. Das ist, ich finde das geil, ne? Kleine Frontblitzerchen sind drin von Hensch, beziehungsweise Seitenblitzer und sind 180 Grad Frontblitzer, auf jeden Fall die erweiterten Blitzerchen, die auch noch zur Seite blitzen. Und Halogen-Nebelscheinwerfer, glaube ich. Nee, LED. Ich nehme es zurück, sieht halt nur aus wie Halogen, ist aber LED. LED-Fernlicht im Kühlergrill integriert. So, Frontpartie abgeschlossen. Weiter geht's mit der Seite. Geil. Geil. Also geil. Ja. Dicke, fette Offroad-Reifen. ATs von Goodrich drauf in einer extrem großen Dimension. Das sind Reifen. Werde ich auch ziemlich häufig gefragt. Habe ich auch auf meinen Fahrzeugen drauf. Sind die gut? Sind die nicht gut? Ja. Der Spritverbrauch steigt definitiv. Ihr habt aber auch dann, wenn ihr jetzt nicht so ein Allrad fahrt und packt die auf einen Bus drauf, habt ihr tatsächlich mehr Grip wie mit den Standardreifen. Also die haben auch ein unfassbar tiefes Profil. Gut, der hat jetzt ein paar Kilometer zurückgelegt, aber das hält sich super lange. Es funktioniert, es klingt manchmal wie ein Unimog. Die kriegen relativ schnell einen Sägezahn, wenn ihr die Spur nicht einstellt. Aber das sind halt Reifen, die sind im Offroad-Bereich angekommen. All-Terrain ist jetzt so eine Mischung für Winter-Sommer, glaube ich. Und dann gibt es nochmal Matt-Terrain. Das ist was wir theoretisch hier heute noch brauchen werden, genau. Erhöhte Luftansaugung,
auch der Klassiker. Wahrscheinlich eine Watttiefe, die auch ungefähr in dem Bereich sich befinden wird. Ne? Sonst hätte man das Ding ja nicht einbauen sollen. Das hat in dem Fall tatsächlich mal keinen optischen Aspekt nur, sondern ist halt auch technisch ganz wichtig. Weil ich richtig feier. Wo ich noch nicht weiß, was man damit macht, sind die Erlandschienen. Überall da, wo Platz war, keine Verblendung einfach mit einem Gummiblock, sondern überall hat man Airline-Schienen eingesetzt. Hier unten sind kleine Airline-Schienen, hier oben sind Airline-Schienen. Ich habe keine Ahnung, was man da dran bauen kann. Aber ich kann euch sagen, für die Leute, die jetzt nicht wissen, was sind Airline-Schienen, das sind so Dinger, da könnt ihr variabel euch irgendwas dran setzen. In dem Fall haben wir jetzt einfach einen Haken und dann könnt ihr hier oben Haken dran machen. Dann könnt ihr keine Ahnung, was hier dran machen. Also das ist halt wirklich gedacht für so eine Weltreise. Wenn ihr jetzt durch die Wüste fahrt, was auch immer, könntet ihr hier über beide Türen hinweg, keine Ahnung, der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Ihr könnt Äste mitnehmen. Wenn ihr im Wald seid, ihr wollt ein Feuer machen, was auch immer, dann haust du hier an der Seite, spackst du dir die Äste dran. Also das ist halt geil, weil du halt komplett flexibel bist, egal was du machen möchtest. Du kannst halt entweder diese Nutenstein-Dinger hier nehmen, diese Airline-Teile, oder diverses anderes Zubehör, was es inzwischen auf dem Markt gibt. Ich war ja letztens beim Sven Bauhaus, das gibt ja auch so Dinger, die kannst du hier einhängen. Dann könntest du hier zum Beispiel einen Tisch dranhängen, du könntest hier Sachen zubereiten. Wenn du dann noch eine Kombination mit Dachträger und Markise hast, ist das halt, was ich wirklich feier. Anstatt hier eine dumme Gummileiste reinzusetzen, haben die sich gedacht, yo, Airline-Schiene, egal wo, hau das da dran. Ob das natürlich jetzt auch korrosionsbeständig ist, das ist ja auch immer gefährlich. Aber ich glaube, das ist nicht pulverbeschichtet, sondern die sind eloxiert. Und somit ist das schon wieder eine ganz andere Liga als dieses billige, ich beschichte das mit Pulver, nehme die falschen Schrauben und das Zeug fängt an zu blühen. Jo, was gibt's noch zu sagen? Fahrwerksmäßig, steckt Steyr, glaube ich, mit drin. Also da hat jeder irgendwie so ein bisschen seine Finger drin. Der Motor kommt beispielsweise von BMW, das Fahrwerk bzw. einige Komponenten, ich bin mir nicht ganz sicher, ich will jetzt nicht mich zu weit aus dem Fenster lehnen, kommt von Steyr. Da hat jeder so ein bisschen seine Finger drin, wie ich gerade gesagt habe, dass man halt die Informationen der letzten 20 Jahre gesammelt hat, die Fehler der anderen Fahrzeuge mit diesem Auto versucht hat auszubügeln und somit jetzt hier den besten Offroader hinstellt. Das ist ein Ding. Das habe ich am Anfang nicht verstanden. Warum sind da Blitzzeichen drauf? Blitz 1, Blitz 2, die Haltegriffe, okay, ja. Aber was soll das mit dem Blitz hier? Darf ich die Griffe nicht anpacken? Kann man die unter Strom setzen? Was hat das auf sich? Und das ist ein Teil, was mich gerade überzeugt, wo man gesagt hat, wir wollen den besten Offroader bauen. Pass auf, ich mach das auf. Da sind Deutschstecker drin. Die sind vorverkabelt. Warum macht man das? Warum ist jetzt keine Leitbar dran? Warum geht da kein Kabel hoch? Was hat das für einen Hintergrund? Weit nach vorne gedacht. Finde ich super, weil dieses Fahrzeug hat eine vorgerüstete Konfiguration in Sachen Kabel. Heißt, ihr könnt da innen drin einen Schalter drücken, der ist auch bereits belegt und dann könnt ihr variabel euch Sachen dran setzen, wie ihr wollt. Es muss keine Leitbar sein. Es kann natürlich eine Leitbar sein. Eine Osram-Leitbar, eine Heller-Leitbar, eine Hensch-Leitbar, eine Strands-Leitbar. Oder ihr sagt, ich brauche jetzt einfach Strom für eine Dose, damit ich hier nochmal eine Lampe hinhängen kann. Also der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Und das ist halt das Geile. Kauft mal einen aktuellen Defender. Da werden jetzt nicht irgendwelche Kabel aus der Decke kommen, die schon vorkonfektioniert sind. Nein, aber in dem Fall, zack, Dachträger drauf. Ihr braucht kein Loch bohren, Kabel nach oben, Leitbar anschließen, Thema durch. Heizung oben drauf. Das ist ein Ding, das finde ich gut. Zu den Schaltern kommen wir aber gleich. Wir gucken uns nochmal den Heckbereich an. Scooby-Doo-Edition. Da steht's, Ineos, das Logo des Chemiekonzerns und Rückleuchten im Scooby-Doo-Design. Voll-LED, ein leuchtenden Ring mit LED-Blinker, LED-Rückfahrlicht und LED-Nebelschlussleuchte. Funktioniert sauhell, definitiv heller wie aktuelle SUVs, die gerne in der Innenstadt von Düsseldorf fahren wollen. Geteilte Hecktür, eine Hälfte. Zweite Hälfte. Ich weiß nicht, ob das weiß ich wirklich nicht, ob das Serie ist. Finde ich aber eine bombastische Lösung. Mag ich, finde ich total cool. Müsst ihr entscheiden, findet ihr gut, findet ihr nicht gut. Ich finde das total geil. Super, super. Also geiler geht nicht. Das ist so ein, was weiß ich, was hier drin ist. Ach, guck mal, hier hast du so einen Verbandskasten drin. Aber das ist auch wieder so ein Bereich hier. Da gibt es jemanden, der wird daraus aus Aluminium gefräst einen Tisch bauen, den du ausklappen kannst. Black Sheep. Mit denen hatte ich damals Kontakt in Sachen Amarok und der wird auf jeden Fall da irgendwelche Gimmicks entwickeln, die dann da reinpassen, um das nochmal ein bisschen cooler zu machen. Vielleicht ein kleines Waffenfach für Handfeuerwaffen oder je nachdem, welche Anwendung ihr so habt. Genau, ihr seht im Hintergrund, ein Ausbau ist drin. Es ist ausgebaut von WAS als, ich wollte fast sagen NEF, aber eher als KDOW, weil von der Größe her ist das mit dem NEF ein bisschen Spack. Man kriegt hier bestimmt ein Defi runter, man kriegt ein Beatmungsgerät runter, man kriegt ein bisschen Perfusoren und den ganzen anderen Stick und Stack unter, aber es wird tatsächlich ein bisschen eng. Gerade dann, wenn man noch ein Lukas-Reanimationsgerät mitnimmt, dann ist das Ding, glaube ich, weil viele Leute nur noch auf große Vans gehen, auch für die Arbeitsfläche,
ja einfach zu klein. Gedacht ist es, glaube ich, als KDOW erstmal. Das würde so eben hinhauen oder halt als First Responder Fahrzeug. Also da kommt es halt auch wirklich auf die Kommune an, wer dann die entsprechenden Größen vorgibt und wo das Fahrzeug letztendlich eingesetzt wird. Also grundsätzlich sagen wir mal in Anführungszeichen Feuerwehrausbau. Genau, typische WAS-Qualität. Da frage ich mich halt so ein bisschen, was das hier soll. Ich glaube, da war eher so die Mission, hör mal, Pedder, kann das sein, dass du den Auszug zu klein gebaut hast? Nee, du hast mir die Maße gegeben und dann, ja, sieht jetzt doof aus, dann machen wir nochmal zwei von den Profilen dran. Das könnte MyTech sein, ist auch eine spannende Angelegenheit, damit baust du halt alles zusammen und hier gibt es auch die passende LDR-Rolltechnik-LED-Leiste, die hier eingeklippt ist und verschraubt ist. Ja, ein schicker Ausbau, nicht ausgespart, nichts groß angepasst, festgeschraubt an originale Montagepunkte, aber vollkommen ausreichend, finde ich geil. Also wenn ich mir so ein Auto kaufen wollen würde, würde ich sagen, würde ich genauso nachbauen. Kannst du immer wieder rausnehmen, wenn du Bock hast und dann hast du da so einen coolen Auszug drin und baust dir da noch ein bisschen Schnick und Schnack ein, vielleicht eine Küche zum Ausziehen. Also ist okay, ist billig, also was heißt billig, ist wahrscheinlich teuer im Ausbau, aber ist einfach, ist durchdacht und funktioniert. Was auch da ist, ist das Ersatzrad hinten mit, hier, mit Fach und Gummidichtung. Heißt also, hier hinten könnte rein eine Powerbank, hier hinten könnte rein ein Überbrückungskabel. Gerade im Offroad-Bereich, hier hinten könnt ihr eure gebrauchte Wäsche reinpacken und wenn ihr zumacht, ist das luftdicht verschlossen und der Muff kommt da nicht raus. Die kleine Minitür hier mit der Leiter ist auch cool, also ist auch richtig geil. Ab nach oben, das ist auch, guck mal, ich stelle mich hier drauf, da wackelt gar nichts. Da ist nichts in Sachen Karosserie, wo du sagst so, yo, jetzt biegt sich das hier ein. Nein, das funktioniert, das ist aber auch eine Kunststofftür. So, bums, ab nach oben. Luke, Dachbalken. Hensch DBS 850 mit ein bisschen Funkantenne oben drauf. Geil, es ist einfach geil. Anhängerkupplung ist mit dran. 3,5 Tonnen kann die maximal. Du hast super dicke, fette Riesenösen hier dran. Nicht so ein kleines, schäbiges Etwas, wo du noch so ein Ding reindrehen musst. Hier kannst du schön einen Schäkel dranhängen, hier kannst du dauerhaft irgendwie ein Seil dranhängen. Das ist cool. Unterbodenschutz ist dran. Es ist mitgedacht. Und was auf der Seite auch dabei ist, ist die kleine Machial Redbox S. Habe ich auch ein paar Mal schon ein Video zu gemacht, wenn euch das Thema interessiert. Klickt auf den Link, genau. Ist somit das gängigste und coolste und funktionalste System, was es gibt. Ja, die Seite ist gespiegelt wie die andere Seite, würde ich sagen. Auch wieder ohne NDR-Leinschienen. Das Design hat sich ein bisschen verändert, weil es halt ein Vorführwagen ist. Für unterschiedliche Einsatzzwecke mal so dargestellt. Seid ihr bereit? Hallo! Boah, endlich wieder im Trocknen. Die werden mich töten bei Luke, so wie das Auto jetzt aussieht. Aber ist auch egal, ich mache den vorher nochmal sauber, die werden das Ding heile wieder zurückkriegen. So, ich sitze drin, genau, in diesem wundervollen Auto. Lenkrad, Armablage ist da, gibt es bei beispielsweise den Defender jetzt nicht. Da sind die Türen genau plan mit dem Sitz. Hier haben wir schon ein bisschen mehr Platz. Also das wäre ja, glaube ich, bei Defenders komplett weg. Wir haben hier noch einen relativ breiten Stand, also der ist schon ein bisschen breiter geworden, aber das ist halt für mich persönlich wichtig, selbst im Offroad-Bereich. Ich habe einen guten Überblick, ich kann immer noch gerade runter gucken und sehe, wo die Reifen stehen, aber für mich ist halt eine Armauflage unfassbar wichtig und glaube ich auch neben Getränkehalter eine Grundvoraussetzung, ein Auto zu kaufen, was halt komfortabel ist, weil egal, wo ich hinfahren möchte, ich brauche halt diese Armlehne und im besten Fall brauche ich halt auch noch einen Tempomat, der hier schon serienmäßig ist. Genau, ja, Lenkrad bin ich gerade stehen geblieben, finde ich ganz spannend, tut. Es ist eine Fahrradfahrerhupe. Weiß ich nicht warum, die ist leiser wie die normale Hupe. Ich weiß nicht, ob das in so ein paar Ländern eine Voraussetzung ist oder warum man nicht macht, dass das eine leisere Hupe für Fahrräder ist und dann die normale Hupe eingesetzt wird für andere Signale, die man abgeben möchte. Das könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben und beantworten. Ich habe da keine Ahnung von. Weiß ich nicht. Finde ich ein nettes Gimmick. Hat man sich was bei gedacht wahrscheinlich und irgendwann mal aufgegriffen und jetzt umgesetzt in dem Fall. Was mich stört an diesem Fahrzeug, muss ich ganz klar sagen, ich finde den bombastisch geil. Wirklich. Bis ins Detail durchdacht. Ich bin jetzt auch schon ein paar Tage damit unterwegs. Aber was ich persönlich nicht mag, aber das ist auch wieder ein persönliches Ding, ist, dass das Tacho da ist. Das kann ich nicht ab. Also ich könnte es ab, ja, aber Achtung, ich mache mal die Zündung an. Jo, sieht aus wie, keine Ahnung, wie so ein Candy Crush Spiel, was mir immer vorgeschlagen wird. Ich starte den mal direkt. Zack.
dann müsste eigentlich, gut, die Parkbremse ist jetzt, zeigt er jetzt gerade an, er zeigt das Anschnallsymbol, die beiden gehen noch aus, aber in der Dunkelheit sind halt diese beiden Elemente dauerhaft an und es nervt. Ich würde mir wünschen, dass man da vielleicht noch ein kleines Digitaldisplay drin hat, aber auch hier ist wieder der Hintergrund des Offroaders. Der richtigen Offroad-Anwendung, nicht dass ich fahre durch die Innenstadt und fühle mich als Offroader, obwohl ich noch nie Offroad gefahren bin, so wie ich. Jede relevante Anzeige ist hier sofort einsehbar. Die ist nicht in irgendeinem Untermenü oder hängt an der Decke irgendwo dran, dass du da erstmal stundenlang gucken kannst und die einfach übersiehst. Also Vor- und Nachteile, je nachdem welche Anwendung. Aber ich würde mir trotzdem wünschen, dass man vielleicht irgendwie ein kleines Head-Up-Display macht oder gewisse Dinger nochmal richtig runterdimmen kann, weil also es ist sehr ungewohnt. Ich bin halt so ein Mensch, der halt hier immer noch ein Tacho erwartet. Und das ist jetzt halt hier nach da gewandert, aber es ist okay und es funktioniert und es hat Touch. Und man muss ja Touch haben heute in der Zeit, sonst kauft ja keiner mehr ein Auto, weil dann geht der Unternehmer nicht mit der Zeit. Aber du hast halt ganz, 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 ganz viele manuelle Knöpfe noch, die du drehen kannst. Du hast eine Haptik dabei, die du in heutigen Fahrzeugen, ich glaube auch tatsächlich bei dem letzten Defender, der jetzt auf den Markt geschmissen wurde, einfach gar nicht mehr hast. Du hast einen Innenraum, der High-End ist bei dem Ding. Ja, toll. Bringt dir aber in Afrika oder was weiß ich, wo du damit fährst, selbst wenn du den als Handwerker nutzen würdest, wofür dieser Wagen auch vorgesehen ist, bist du da ganz schnell an deine Grenzen und machst dir alles kaputt. Das hier ist solide, das ist schlicht gehalten, einfach eine Mischung aus digitalem Touch und komplett analogen Tasten, die du dann frei belegen kannst oder die teilweise schon belegt sind. Ja, kommen wir zur Mittelkonsole. Blaulichtbedienteil von Hennschen HBE 300. So ein iDrive-Drücksystem, um durch das komplette Menü zu kommen. Ja. Schaltknäufe, du kannst einmal Schaltwagen fahren, einmal Automatik. Der Automatik-Schaltknopf, der müsste euch bekannt vorkommen. Das ist nämlich ein BMW-Schaltknopf. Die Billardkugel 8, genau. High, Low ist dann umschaltbar. Ich bin so tief nicht in der Offroad-Thematik drin, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich fahre einen Offroad-Wagen sicherlich, aber diese ganzen Sperren, da kennt ihr euch wahrscheinlich als Zuschauer gerade besser aus. Ich kann euch sagen, da gibt es Differentialsperren drin, da gibt es Offroad-Modes und du kannst von High auf Low umstellen. Ich glaube, dann ändert sich die Übersetzung des Getriebes, aber das könnt ihr gerne in die Kommentare reinschreiben. Ich will jetzt auch nicht in die Tiefen dieses Fahrzeuges hier in dem Video einsteigen, weil ich auch gar nicht die Möglichkeit habe zu testen und euch im Detail jetzt zu zeigen, welche Funktion für welche ist. Genau. Ich will euch, wie gesagt, nur oberflächlich zeigen, was ich cool finde an dem Ding und wie der Teil grundsätzlich aufgebaut ist. Sitzheizung. Ja, Klimaanlage, Klimacontrol, Umluftumstellung, Parkassistent, Start-Stopp ausschalten, Audio. Und das war's. Grundsätzlich in der Mitte nochmal hoffentlich keine Taste, die man oft verwendet, die Warnblinklichtfunktion. Ja, Sitzheizung kochend heiß, definitiv. Und was ich mich noch frage bei diesem Fahrzeug ist, sind diese Schrauben hier Deko oder kannst du wirklich mit einem Inbus dieses Modul rausnehmen, austauschen und was anderes einsetzen? Ich glaube ja. Weil wenn ich mir das hier angucke, Grenadier, da hätte ich ja auch noch die Möglichkeit, diese Platte auszutauschen und was anderes einzusetzen. Also in diesem Bezug würde ich sagen, ist das durchdacht. Es könnte natürlich für den einen billig wirken, wenn er sagt, ich sehe da diese komischen Möchtegern-Knöpfe und Inbusschrauben, aber ich finde das wirklich durchdacht. Wenn wir uns das jetzt nochmal so anschauen, ist das auch eine Kombination aus Jimny, Defender und G-Klasse. Ich kenne viele Defender-Besitzer, die sich eine Mittelkonsole irgendwie da reinbauen, weil die da nichts haben. Und somit hat man hier halt die Mittelkonsole komplett mit diesem Frontbereich gekoppelt und hat noch so ein bisschen G-Klassen-Feeling, wobei das G-Klassen-Ding eher oben drauf ist. Ich erzähle wahrscheinlich wieder irgendeinen Quatsch gerade, aber ich finde halt, das ist eine Mischung aus allem. Das ist eine Mischung aus Defender, Jimny und G-Klasse. Also fettes, breites Armaturenbrett, belederte Handbremse, warum keine elektrische? Im Offroad-Bereich würdest du keine elektrische Parkbremse verwenden, somit hast du ein komplett manuelles System. Du hast zwar auch ein 8-Gang-Automatikgetriebe und den gibt es nicht als Schaltwagen, den Wagen hier, aber ich bin halt sowieso ein Automatikfahrer und ich glaube, dass das hier schon Offroad-mäßig auch vom Fahrwerk und vom Getriebe gut eingestellt ist, dass du mit einem Automatikgetriebe hier schon viel reißen kannst. Im Detail beispielsweise auch bei dem in der Offroad-Funktion, das ist auch wirklich gut. Da kannst du jetzt eine Wegstrecke aufzeichnen, wenn du zum Beispiel Offroad-mäßig unterwegs bist. Du bist jetzt in der Wüste unterwegs, dann hast du da die Möglichkeit, die Strecke aufzuzeichnen, damit du halt den Weg zurückfindest. Genau wie wenn du durch den Wald fährst, keine Ahnung, das sind gar keine wirklichen Waldwege und du würdest aus diesem Wald nicht mehr rausfinden, könntest du die Wegstrecke aufzeichnen und dann führt er dich über GPS genau diesen Weg wieder zurück. Das finde ich, das ist was gut ist.
So eine Funktion hat mein Q7 auch. Aber nur, wenn du das Luftfahrwerk umstellst. Hier bleibt das dauerhaft stehen. Du hast Nicken, Rollen, je nachdem, wie gerade dieses Fahrzeug steht. Ihr seht, wir sind 5 Grad nach vorne gekippt, wir sind 3 Grad nach rechts gekippt und wir haben den G-Punkt auf genau 0. Der Radwinkel steht auf 18 Grad, lenke ich ein bisschen ein, geht der auf 21, 23, 24. Das ist wirklich, wirklich gut. Diese wundervollen Luken hier oben drauf und das hat so ein bisschen Flugzeugtouch, finde ich. Du hast 2 Dachluken, die du aufstellen kannst. Die kannst du auch rausnehmen und was anderes einsetzen. So Safari-Gitterchen. Alles, was das Herz begehrt, befindet sich hier oben. Ein Funkhauptschalter beispielsweise. Das Blaulicht kannst du einschalten. Die Zusatzbatterie. Ein Schalter, der sogar, keine Ahnung, Achtung, 500 Ampere kann extern. AUX-Wege gibt es hier. Habe ich ja gerade außen erklärt. Mit diesen Schaltern, die jetzt hier aktuell fürs Blaulicht belegt sind, habt ihr die Möglichkeit hinterher die Anschlüsse draußen zu steuern. So wie WRS das hier gemacht hat, hier steht Funkhauptschalter, dann steht da halt nicht mehr Funkhauptschalter, sondern zack und ihr könntet dann umschalten und habt markiert euch hier die Stelle mit, weiß ich auch nicht, Arbeitsscheinwerfer rechts, aber man muss natürlich auch darauf achten, ne? Da steht intern und nicht extern. Intern heißt, intern gibt es ja auch Kabelsätze, die hier liegen und verbunden sind. Und extern gibt es auch Sätze. Dann gibt es nochmal den Exterior Lights AUX-Weg. Da könntest du dann nochmal die Nebelscheinwerfer im Kühlergrill beispielsweise einschalten. Also da geht einiges. Und du hast noch Platz, Ende offen, um hier weitere tolle Elemente zu verbauen. Funk zum Beispiel. Machen ja auch einige. Also das ist geil. Ich bin davon überzeugt, ich will das Auto haben. Ich finde das geil. Ich bin hier eingestiegen, habe das Auto gestartet, habe den reinen Sechszylinder gehört und habe mir gedacht, Alter, ist das geil. Ja, ich geh noch mal hinten rein zur Rücksitzbank. Dann hat man diesen Look des Cockpits, des Flugzeugcockpits noch mehr. Da habe ich ja gleich Bock, richtig die Karre auszusaugen. Die freuen sich. So, Rücksitzbank bequemer wie beispielsweise mein alter Amarok. Die Position, die Ergonomie passt perfekt, um auch länger damit zu reisen. Wenn ihr mal drauf schaut, Leute, steht drauf Recaro. Das ist eine Recaro-Stoff-Teil-Leder-Kunstleder-Kombination und die funktioniert. Sitzplatz ist relativ eng, also ich bin ja auch ein kleiner, stabiler Junge. Aber hier gibt es extra Aussparung in diesem Sitz, dass auch längere Leute genug Platz haben, wenn der Vordermann den Sitz nach hinten macht. Also auch durchdacht. Und jetzt schaut euch an. Ist das, jetzt sag mal, dass das geil ist. Das ist doch, ist das Geilste. Mit diesen beiden Fensterchen. Jetzt stellt euch auch die Nachtfahrt vor. Alles ist noch weiß hinterleuchtet. Das sieht aus wie im Flugzeug. Ich finde das so cool. Wirklich. Richtig, richtig, richtig geil. Wo ich mir denke, da kann man bestimmt was draus machen. Jetzt vielleicht in einem dunkelgrün oder in einem Schwarzton. Aber preislich ist das natürlich auch schon eine Hausnummer. Weil preislich geht das Ding ab 80.000 Euro los. Und 80.000 Euro sind 80.000 Euro. So wie er hier steht mit dem NEF-Ausbau, so knapp über 100.000. Klar, der Balken kostet schon ein Vermögen. So der Ausbau kostet hinten Vermögen. Die Leute, die die Geschichte zusammenbauen, die wollen am Ende des Tages auch Mayo auf der Pommes. Heißt, kostet alles Geld. Aber 80.000 Euro ist eine Ansage. Aber verhältnismäßig gesehen zu den Fahrzeugen, die aktuell auf dem Markt von anderen Herstellern verfügbar sind. So, den neuen Defender wirst du auch nicht günstiger kriegen. So einen neuen Ford Raptor kriegst du auch nicht günstiger. Gut, du kannst keinen Raptor mit dem Ding vergleichen, aber so grundsätzlich die Offroad-Dinger sind halt alle irgendwie teurer. Es wird alles immer teurer und ich finde 80.000 Euro sind ein bisschen heftig, ja, ein bisschen günstiger wäre cooler, aber die sind gerechtfertigt, weil hier sind halt, ist der zweite Schritt vor dem ersten schon getan. Und die jahrzehntelange Erfahrung, die man gesammelt hat, um letztendlich den besten Offroader zu bauen. Ob es jetzt der beste Offroader ist oder nicht, keine Ahnung, bin ich jetzt nicht so mit drin. Müsste man jetzt einfach ein paar Jahre abwarten. Viele Autos haben Kinderkrankheiten und jedes Auto hat immer irgendwelche Fehler. Aber ich gehe davon aus, dass das schon, wenn da BMW mit drin steckt und auch Steyr, dass das Ding Hand und Fuß hat. Viele denken, das ist ein China-Auto. Aber jetzt habt ihr den Hintergrund zu Ineos verstanden. So, und jetzt blabla. Wir fahren jetzt einfach mal hier so ein bisschen die Straße hoch und runter. Jetzt musst du aber mal einen raushauen hier. Ist das geil einfach. Das ist so geil, ne? Ich finde das so geil, dieses Geräusch. Da ist ein rein Sechszylinder drin von BMW. Hatte ich, glaube ich, gerade gar nicht gesagt. 3 Liter Hubraum. Und ein rein Sechszylinder ist halt komplett das Gegenteil von einem, hoppla, von einem V6. Für mich steht das eher halt tatsächlich auch für rau. Und bei dem V6 ist das eher laufruhiger. Heißt, in meinem Q7 ist ein V6, du hörst den Motor fast gar nicht. Du hast keine Vibrationen, das ist super, 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 super entspannt zu fahren. Bei einem R6 hier, merkt ihr vielleicht, hört ihr auch in dem Video, hast du so einen Grundbrummen. Du hast auch so ein bisschen so wie,
als wäre so ein Motorlager nicht richtig mehr tipptopp. Das ist aber das klassische raue Signal eines Sechszylinder-Reihenmotors. Also das finde ich, muss man mögen. Entweder, es gibt Leute, die fahren gerne V6 und es gibt Leute, die wollen einen reinen Sechszylinder. Es gibt BMW-Fahrer, die sagen, ich schwöre auf den Reihenmotor. Und es gibt Leute, die sagen, ich fahre einen V6. Aber es kommt halt auch auf die Anwendung an. Wenn ihr jetzt hier drin sitzt, wäre halt so ein V6 super langweilig. Allein das Geräusch, das hat der V6 nicht. Ist das geil, oder? Ich soll nur aufpassen, dass ich jetzt hier nicht wunder wer weiß, wie dreckig und durch tiefe Schlammlöcher fahre und mich bloß nicht festfahre, weil dann wird das schwierig bei Luke, jemanden hier hinzukriegen mit einem Abschlepper, der mich hier rauszieht. So Leute, auf dem Dach ist verbaut eine Hensch 850S. Das ist der Nachfolger von der 975 LED. Die ist ein bisschen flacher geworden und sieht ein bisschen cooler aus. Ist natürlich ein bisschen gewöhnungsbedürftig, wenn man so ein 975-Fan ist. Aber ja, das Ding hat die normale Blaulichtfunktion. Hat den Hochleistungsfrontblitz drin, den Powerblitz, hat Arbeitsscheinwerfer und theoretisch hinten sogar ein Rückwärtswarnsystem. Genau. Stadt-Land-Signal, Kompressorsignal, 624er Anlage. Aber das kann ich jetzt nicht anmachen, weil wir sind im Naturschutzgebiet. Schön. Also das Fahrwerk ist straff. Das ist geil. Was mir auch aufgefallen ist, Leute, das Lenkrad, Achtung, bleibt stehen, wenn ich nach da lenke. Es ist halt nicht so ein Ding, was auf Null wieder zurückgeht. Und das hat auch wieder so einen Offroad-Hintergrund. Genau wie diese ominöse Fahrthupe. Ich finde den so geil, den Wagen, dass ich gar nicht mehr das Auto abgeben möchte. Herzlichen Dank an Luke, dass er mir das gerade ermöglicht. Aber ich finde das so heftig. Und ich hätte einfach Bock damit, mal so ein paar Wochen durch die Gegend zu fahren. Einfach mal zu gucken, was auch so geht. Und auch in Sachen Offroad. Also ich habe es ja gerade gesagt, ich habe absolut keine Richtwerte, beziehungsweise bin noch nie wirklich Offroad gefahren und würde vielleicht auch sowas gerne mal machen, weil ich kann darüber halt nicht urteilen. Das kennt ihr wahrscheinlich besser, weil ihr tiefer in irgendwelchen alten Militärgeländen mit euren hinterachsgesperrten Fahrzeugen fahrt. Ja. So Leute, das war's an dieser Stelle. Es fängt wieder an zu regnen. Ihr habt jetzt so ein bisschen was gesehen. Es ist halt geil. Das ist geil. Schreibt's in die Kommentare, wäre das was für euch? Ich feiere das total weg und wenn ich das nötige Kleingeld jetzt hätte, würde ich mir, glaube ich, so ein Ding holen und einfach so ein bisschen auf Adventure trimmen. Wieder Dachträger drauf, weil ich vermisse das. Ich fahre jetzt einen Standard Q7 und das ist halt einfach so ein Standard-Kö-Auto. Und das ist Offroad. So hier, da macht das Spaß, das schaukelt so ein bisschen, der Motor klingt kernig. Das ist richtig, richtig, richtig geil. Also wenn ihr einen Offroader sucht, schaut auch gerne mal bei Luke vorbei oder bei grundsätzlich Ineos. Es muss ja jetzt kein Einsatzfahrzeug sein. Der Teil gibt es ja auch in sämtlichen unterschiedlichen Farben und mit geileren Ausstattungen in Sachen Felgen, Dachträger, Markise und allen Schnick und Schnack da dran. Also schreibt es gerne in die Kommentare, habt einen schönen Tag. Ich gehe jetzt wieder ins Warme, weil ja, irgendwie erwische ich in der letzten Zeit immer das falsche Wetter. Tschüss!